Hallo ihr Lieben, so, wie Katzenspitz. Ja, ein neues Video, diesmal ein bisschen anderes Video, diesmal mit meinem Lebensgefährten. Hallo. Und zwar, wir sehen fertig aus. Ich weiß, wir kommen von der Arbeit und haben die Nacht kaum geschlafen, wegen einem netten Vorfall. Wir haben, oder er hat, die Glossybox Menzo geschickt bekommen zum Testen. So sieht die aus, grau-braun, recht schick. Auch sehr schön eingepackt, wie man es von Glossybox halt gewohnt ist. Und die haben wir vor einer Woche gekriegt und ich fand, er sollte es erst testen, bevor er ein Video drüber macht. Und jetzt haben wir die Sachen. Er hat die Sachen getestet, ich nicht. Und jetzt kann man euch ein bisschen was erzählen. Die Glossybox sieht so aus, unterscheidet sich von der Glossybox für Mädchen einfach in dem Hinsicht, dass natürlich Männerprodukte drin sind und die kommt alle Vierteljahre und kostet 15 Euro. Da sind aber auch wesentlich mehr Produkte drin. Und die zeigen wir euch jetzt. So, zum Anfang vielleicht noch, Rüdiger hat eine recht empfindliche Haut. Und wenn er was benutzt, was halt nicht so toll ist, kriegt er wirklich richtig Pusteln im Gesicht. Das erste Produkt ist Aven, das ist der Rasierschaum. Ja, den fand ich ganz toll. Und der ist super cremig, macht die Barthaare richtig weich und geschmeidig, lässt sich super rasieren und ist auch wesentlich besser als die Zufallsprodukte, die ich sonst immer verwende. Zufallsprodukte? Ja, beim letzten Mal war es wirklich ein Zufallprodukt. Das ist ein Schaum, ich stehe mehr auf Gel. Stehst du mehr auf Schaum oder auf Gel? Das ist mir egal. Also nochmal kurz zu erwähnen, ich habe eine Freundin, die hat für Avène gearbeitet. Lange Zeit, ich kenne die Produkte schon lange und die sind halt mit Thermalwasser und wirklich besonders gut bei Problemhaut. Die gibt es in der Apotheke. Dann haben wir ein Produkt, was so, ich glaube, dein unbeliebtestes in der Box war. Das ist das Dr. Eckstein Sportaugenbalsam. Mhm. Sportbalsam. Wofür braucht man Sportbalsam? Was hat das mit Sport zu tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wofür ich einen Augenbalsam brauche, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Ich habe es nicht getestet und ich glaube, ich kann mich auch nicht überwinden, das auszuprobieren. Also der ist nicht so seins. Ich habe ihm schon mal einen von Biotherm geholt, weil er hat ja wirklich dunkle Augenränder und so. Den hat er auch nicht benutzt. Gar nicht. Du hast wohl voll die Augenränder und voll die Falten. Wo? Unter den Augen. Das nächste Produkt, jetzt kommt dein Lieblingsprodukt. Das ist das Fuji Haar Shaper Light Mint. Bringen Sie Ihr Haar in Form und pflegen Sie es gleichzeitig durch Weizenprotein mit diesem gut duftenden Styling Creme Arounder. Ja, du hast ja alles gesagt. Es duftet, es hält super toll. Es verklebt die Haare nicht. Hast du es drin? Ich hab's drin, ja. Und ich werde es mir mit Sicherheit kaufen, wenn ich es aufgebraucht habe. Ja. Also das werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Das ist dein Favorit, das schwärmt einfach. Das persönliche Highlight in der Box. Dann kommt was ich dir eigentlich abjagen wollte. Und zwar Chorus. Das Chorus Apfel-Duschgel. Ich sage jetzt mal Apfel-Duschgel, weil ich nicht weiß, wie Citre oder so das gesprochen hat. Weißt du das? So. Das riecht so geil. Da hast du einmal drin gebadet. Das ist so eine Bio-Kosmetik-Marke, für die, die es nicht kennen, aber die meisten kennen Chorus. Ich benutze es auch für die. Ich lese es einfach mal vor. Das Chorus Citre, ich hoffe, das heißt so Duschgel, stimuliert ihre Sinne durch seine erregende Duftnote, und erhöht auch den Hautschutzmantel mit aktiver Aloe, Vitamin C und E, Zink sowie Antioxidantien. Ja. Also ich finde, es riecht auf jeden Fall gut. Es riecht gut, ja. Ich meine, es kostet 9,80 Euro, das ist ja wohl ein guter Preis, oder für 250 Milliliter, das ist okay. Ja. Aber ich würde es jetzt nicht gezielt suchen und gezielt kaufen. Wenn ich es irgendwann mal in die Finger bekomme und es zufälligerweise da ist, würde ich es vielleicht mitnehmen. Es war nicht schlecht, es riecht auch ganz nett. Aber es ist jetzt nichts, was ich vermissen würde. Ich mag das, ich kaufe dir das so. Fertig. Dann haben wir auch was du, glaube ich, so eigentlich nie benutzt, was du jetzt benutzt hast, weil ich gesagt habe, dass wir es benutzen. Ist das, nennt sich Lab Series Max LS Ageless Face Cream. Basierend auf intensiver Forschung reduziert Maxless Ageless Face Cream langfristig die sichtbaren Zeichen der Hautalterung und verfeinert die Poren. Ich habe keine Brille auf, sorry. Ja, das ist sehr dickflüssig, ne? Aber es glänzt nicht. Ich habe es doch schon ausprobiert. Ich glaube, das ist auch relativ gut. Also ich weiß jetzt nicht, wofür was ich eine Anti-Aging-Creme gebrauchen könnte. Ich schon.
Aber ich würde sie mir auch nie kaufen, weil es einfach zu teuer ist für meinen Geschmack. Also die kostet 51 Milliliter, kosten 61 Euro. Da funktioniert auch die... Ja. Ich brauche sie einfach nicht. Okay, mein Dach. Ich habe es nicht nötig. Hast du nicht nötig? Ich bin so ein Arsch, ne? Aber du kannst es gern aufbrauchen. Nee, das machst du schon. Genug Cremes da stehen. Dann haben wir ein Shampoo. Das fand ich eigentlich auch ganz gut, auch vom Geruch her. René Futterera. Dieses Antifreeze-Shampoo reinigt und bändigt auch widerspenstiges Haar auf sanfte Weise mit Myrrhewachs, Extrakt und pflegendem Avocadoöl. Der hat Borsten, der hat keine Haare, der hat Borsten. Also wenn man eine Bürste rausmachen würde, würde das jeder für Schweineborsten halten. Ja, komm, ich habe recht, sag das schlecht ab. Ja, okay, also es mit den Borsten stimmt und ja, gebändigt und gepflegt hat es. Gepflegt hat es. Ja. Aber das tun andere Shampoos auch. Also das ist auch etwas... Das ist recht günstig, ist 12,90 Euro für 150 Milliliter. Ja, ich sag ja auch, es war nicht verkehrt, aber jetzt war jetzt auch nicht so, dass das Ding, was ich vermissen würde. Das ist von Royal Shaving ein Aftershave Balsam. Dieser schnell einziehende, alkoholfreie Aftershave Balsam mit Kamille à la Thun beruhigt die rasierte Haut und wirkt Irritationen entgegen. Ja, das stimmt. Normalerweise rasiere ich mich maximal zweimal die Woche, weil meine Haut wirklich super empfindlich ist und ich sofort auch durchs Rasieren Hautirritationen bekomme. Riecht gut, ne? Ja. Der riecht wirklich sehr gut. Gefällt mir. Und das ist eines der ganz wenigen Aftershave-Balsams, die du vertragen kannst. Ja, die ich jetzt auch innerhalb von 2 Tagen mal hintereinander benutzen konnte und also ja, nicht aus der Sphäre der Pubertät. Er hat wirklich ganz, ich habe davor einen gekauft im italienischen Supermarkt, weil mein Arbeitskollege den so toll fand. Und den habe ich ihm gekauft und er hat richtig heftig Pusteln, das sind noch Überbleibsel, seht ihr bestimmt im Gesicht. Das war ein chemischer Kampfstoff, kein Rasierschaum. Auf jeden Fall ist er ausgeschlagen, das zum geht nicht mehr. Und das hat er bei dem jetzt nicht, er hat sich jetzt wirklich zweimal hintereinander rasiert und er hat sehr schnell wachsendes, also er muss sich öfter rasieren. Aber das ist wirklich gut, fühlt sich auch gut an. Ja, fühlt sich gut an. Okay. Gut, so, willst du noch irgendwas sagen? Wie findest du die Box? Ja, also insgesamt war ich sehr überrascht. Normalerweise verwende ich nicht so viel Zeit für die Auswahl von gerade Pflegeprodukten. Da bin ich so normalerweise sehr pragmatisch und kaufe das, was gerade da ist. Würdest du dich freuen, wenn ich dir diese Box schenken würde? Nur mal so für die Leute, die vielleicht deinen Bruder, Opa, Papa sowas schenken. Ja, würde ich. Zumal, wie gesagt, das Aftershave-Balsam, der Rasierschaum und das Haargel, das sind wirklich Produkte, die ich durchaus jetzt auch gezielt suche und einkaufen werde. Und die mir einfach das Leben erleichtern. Ja. So, dann hoffe ich, euch hat das ein bisschen gefallen, ein bisschen weitergeholfen. Und danke Glossybox, dass wir die testen durften. Auch von mir vielen Dank. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.